Jülich in Nordrhein-Westfalen. Am Standort des Mechatronikzentrums der Bundeswehr werden seit Anfang der 60er Jahre Fahrzeuge repariert und für ihren Einsatz fit gemacht. Auf einer Fläche von mehr als 15 Fußballfeldern arbeiten neben 217 Mitarbeitern gerade mal 8 Soldaten. Der Anspruch, ständig auf dem neuesten Stand der Technik zu sein, erfordert es, sich regelmäßig weiterzubilden. Neben den vorwiegend männlichen Beschäftigten im Werk arbeiten hier auch 24 Frauen. Ein großer Teil der Mitarbeiter arbeitet direkt an den geschützten und geländegängigen Fahrzeugen. Aber auch Kräne, Feuerwehrfahrzeuge oder Container werden hier aufbereitet. Gerade durch die Rückführung von Gefechtsfahrzeugen aus dem beendeten ISAF-Einsatz in Afghanistan hat das Mechatronikzentrum alle Hände voll zu tun. Sie sind ja im Einsatz auch versorgt worden, zum Teil auch mit Firmenunterstützung im Mazar-i-Sharif, sodass die Fahrzeuge jetzt nicht in einem vollkommen desolaten Zustand sind. Das Instandsetzungspaket, was wir hier anbieten, ein Mix aus eigener Fähigkeit, aber auch in Verbindung mit Firmenunterstützung, die hier im Hause derzeit auch vertreten ist. Mit Hilfe von elektronischen Handbüchern können die Mechatroniker erkennen, welche Arbeitsschritte noch durchgeführt werden müssen. Doch wie in jeder Werkstatt geht es auch rabiater zur Sache. Gerade wenn mal etwas klemmt, kommen die Mechatroniker besser ohne Hightech zum Ziel. In einer speziellen Fertigungsabteilung können im Einzelfall benötigte Spezialwerkzeuge oder Ersatzteile angefertigt werden. Die meisten Teile liegen jedoch im werkseigenen Hochregallager bereit. In diesen automatisierten Regalen lagern bis zu 10.000 Einzelteile, die nur noch mit Hilfe von Computern und einem ausgeklügelten System bereitgestellt werden können. Um auch in Zukunft qualifiziertes Personal zu gewinnen, bildet das Werk gemeinsam mit der Handwerkskammer Düren aus. Diese jungen Kraftfahrzeugmechatroniker haben nur noch wenige Wochen, um sich auf ihre Zwischenprüfung vorzubereiten. Wir bilden natürlich schon mit einem gewissen Eigeninteresse aus. Wir wollen die jungen Auszubildenden auch im Werk halten, sofern wir denn verfügbare freie Stellen haben. Im Zuge ihrer Ausbildung sitzen Sie nicht nur in der Ausbildungswerkstatt oder in der Berufsschule, sondern Sie gehen auch in Praktika hinein. Die sind sowohl im örtlichen, regionalen Bereich, aber auch in unserer eigenen Werkstatt, damit wir, wie soll ich sagen, auch das Interesse für unser Werk erwecken. Eine Verpflichtung für einen Auszubildenden, sich bei der Bundeswehr weiter zu engagieren, gibt es aber nicht. In den Hallen des Mechatronikzentrums geht die Arbeit weiter. Denn in den kommenden Monaten werden die Mitarbeiter hier noch viele Einsatzfahrzeuge reparieren und für Einsätze vorbereiten. Das Mechatronikzentrum ist damit das Kompetenzzentrum für gepanzerte und ungepanzerte Radfahrzeuge sowie Feldlagermaterial in der Bundeswehr.